Ja, es ist mal wieder soweit. Der Bodentag 2024 der Interessengemeinschaft Gesunder Boden. Der Bodentag findet statt am 20. und 21. November und in der Nähe von Regensburg. Ich werde hier das Programm vorstellen. Es gibt halt am 20. November den Praxis- und Vernetzungstag. Da werden verschiedene Arbeitsgruppen sich treffen und vorstellen. Da kann man natürlich auch noch mitwirken. Es gibt die folgenden Arbeitsgruppen inzwischen. Das werden immer mehr. Und Landnutzung, Wald, Wasser, Mensch, Hanf, Regionaltreffen, Hopfen, Tier, Maisuntersaat, Agroforst, Kartoffel, Bauen, Kunst, Stammtisch und Kompost. Ja, das ist halt, wir sind hier mit meinem Institut vertreten, auch in der Gruppe Wasser. Da ist eine Mitarbeiterin, Jana Rose, ja, einfach auch Mitglied in dieser Gruppe. Das ist halt etwas, wo man sehen kann, was einen selber interessiert. Ich selber arbeite halt neben dem Wasser auch im Bereich von Agroforst und da bin ich auch noch interessiert, mich mit Menschen zu vernetzen. Und beim Vernetzungstag bin ich dieses Jahr auch selber dabei. Vielleicht sehe ich den einen oder anderen dann auch dort. Ja, dann der Bodentag, das ist halt einfach ein großes Ereignis. Da sind inzwischen viele hundert Menschen dabei, sehr viele Bauern und Landwirte, Gartenbauer, aber auch einfach Menschen, die sich aus dem Umweltbereich, aus der Wasserwirtschaft darum kümmern. Die Wasserwirtschaft müsste eigentlich der Haupttreiber werden mit regenerativer Landwirtschaft und Bodenverbesserung. Und das ist etwas, was wir auch machen, als mit einem Projekt mit der IG Gesunder Boden zusammen. Und das ist etwas, was überall laufen sollte. Alle Wasserwerke sollten sich darum kümmern, dass die Landwirtschaft regenerativ wird im Einzugsgebiet und damit halt die Wasserneubildung besser wird und auch die Belastung des Wassers geringer wird. Und sowas wird dann halt diskutiert auf dem Bodentag. Ja, der Haupttag, Bodentag, 21.11.2024. Ich stelle kurz den Ablauf der Tagung vor und die Einleitung macht Franz Rösel, der auch die IG Gesunder Boden im Wesentlichen ins Leben gerufen hat mit einigen anderen Mitstreitern. Und Franz Rösel hat unter anderem ein großes Kompost- und Erdenwerk bei Leipzig, wo ich auch schon gewesen bin. Es ist wirklich beeindruckend und es ist sehr, sehr schwer, aus diesem kommunalen Bioabfall eine hohe Qualität zu machen und es ist halt fast unmöglich. Es sind mit allen Methoden dort irgendwie doch ja immer wieder Schwierigkeiten mit diesem ganzen Plastik drin und die haben dann vieles auch einfach nicht mehr gemacht, weil sie halt einfach die Qualität nach oben stellen. Andere Kompostwerke machen dann aber Produkte, wo dann halt überall das Plastik, Mikroplastik mit drin ist und das wollen wir natürlich nicht. Aber Franz Rösel wird hier einen tollen Einführungsvortrag geben, lebendige Böden gestalten. Ja, dann Grußwort, Landrat des Landkreises Schwandorf, Thomas Eblin und dann der Bürgermeister der Stadt Neuenburg, Martin Birner. Dass die beiden hier sind, zeigt halt auch, dass die Politik das Thema ernst nimmt und da müsste eigentlich noch sehr viel mehr passieren. Ja, dann der nächste Vortrag von Ludwig Pertl, sehr bekannt im Bereich Wald und ökologische Waldwirtschaft, Umbau von Wäldern. Und er wird berichten, Umbau zu klimaresilienten Wald in der Praxis. Und ja, einfach die Leistungen von Herrn Pertl sind vielfältig. Er hat unter anderem das Handbuch für nachhaltigen Waldumbau erstellt und hat 2021 den Deutschen Waldpreis in der Kategorie Nachhaltigkeit bekommen.
Ja, der nächste, sehr bekannt, Christoph Felgentreu, ein Vortrag von der Wurzel bis zur Spitze, gesunder Boden für gesunde Pflanzen. Und mit Christoph Felgentreu arbeiten wir zusammen in einem Projekt, hat ein unglaubliches Wissen, ist ein ganz klarer Wissenschaftler, der sehr präzise, experimentell arbeitet und es ist auch eine Freude, seine Vorträge zu hören, die sehr lebendig sind. Und er kann halt aus Jahrzehnten Erfahrung schöpfen. Und eine Anekdote zu Christoph Felgentreu ist, dass er ja, früher in Brandenburg Landesmeister im Leistungspflügen war und heute halt eine der wichtigen Stimmen ist für pfluglose Bodenbewirtschaftung. Ja, dann kommen wir zum weiteren Teil des Programms. Jetzt ist ein Thema, was für mich besonders toll ist, und das ist halt von Dr. Vivian Teby vorgestellt: Grüne Weiden, gesunde Böden durch holistisches Weidemanagement. Und ja, man kann auch sagen Portionsbeweidung. Also es ist ein Thema, was ich seit langer Zeit in meinen Vorlesungen auch habe, weil das ist ein ganz, ganz wesentliches Instrumentarium, um einerseits die Tiere gut leben zu lassen. Die Tiere sind im Wesentlichen draußen, kriegen Tagesportionen und dadurch wird halt eine Intensivdüngung vorgenommen von dieser Fläche. Sie müssen auf dieser Fläche alles fressen, weil sonst rotten sie halt immer ihre Lieblingskräuter aus, die Vielfalt wird immer geringer und so sind die Tiere gesünder und es ist fantastisch dann auch zu erleben, wenn die Tiere halt die neue Portion dann am nächsten Tag geöffnet kriegen, wie die losrennen und in Freude da lostoben, sich auf die neue Portion stürzen. Und so muss Tierhaltung sein, dass die Tiere Freude haben, dass sie gesund sind und den Boden verbessern, weil das ist eine massive Bodenverbesserung, Bodenaufbau. Und diese Verteufelung der Tiere ist einfach nur pervers. Also das ist eine wirklich eine menschenfeindliche Agenda und auch eine tierfeindliche Agenda. Und Tiere sollen gut leben, selbstverständlich. Industrielle Tierhaltung ist aus meiner Sicht nicht akzeptabel und sollte verschwinden. Und mit dem holistischen Weidemanagement, was von André Voisin beschrieben wurde, schon 1957, und Alan Savory war dann von Voisin beeinflusst und hat das aber weltbekannt gemacht durch einen TED-Talk. Ja, dann geht es weiter mit Johannes Storch. Er spricht über hohe Erträge und Bodenfruchtbarkeit durch Mulchsysteme im Gemüsebau. Und da ich dies ja auch selber ja dabei bin, habe ich dann auch die Frage, was ist mit Mulch in nassen Jahren? Und in trockenen Jahren ist es natürlich klasse, aber bei nassen Jahren hat man natürlich zum Teil Probleme und da bin ich auch sehr gespannt von Herrn Storch zu hören, weil er kommt aus der ja, aus der Praxis und hat ökologische Agrarwissenschaften in Kassel-Witzenhausen studiert. Witzenhausen ist ja der Standort in Deutschland, wo man komplett ökologische Landwirtschaft studieren kann. Gibt es viel zu wenig leider. Also die öffentlich geförderte Lehre in der Landwirtschaft, Lehre und Forschung müsste ausschließlich ökologische Landwirtschaft sein. Und das ist leider aber eine Ausnahme und nur, ich glaube, 2% der Forschungsgelder gehen in ökologische Landwirtschaft. Das ist ein krasses Missverhältnis und da ist auch ja, einfach ein Mangel an politischer Aktivität zu sehen. Ja, dann Professor Dr. Miriam Artmann wird berichten, also sie auch von der Uni Kassel. Und sie leitet das Fachgebiet ökologischer Land- und Pflanzenbau am Fachbereich ökologische Agrarwissenschaften. Und sie leitet aber auch die Domäne Frankenhausen. Insofern auch sie eine Frau aus der Praxis. Und sie wird berichten über der Trockenheit trotzen, Bioporen für stabile Erträge.
Ja, dann haben wir Johannes Schönauer. Er wird einen Vortrag halten, Grün für Gold, über vielfältige Begrünungen im Hopfenanbau. Das ist eigentlich ein Trend, was sich inzwischen auch in der, sagen wir mal, üblichen industriellen Landwirtschaft sehe, auch der sogenannten konventionellen Landwirtschaft, dass doch immer mehr auch Untersaaten gemacht wird. Und das ist etwas, wo halt im Hopfenbau natürlich auch ja, gute Möglichkeiten bestehen. Dann als letzter Referent, last but not least, Stefan Schwarzer, den ich sehr schätze für seine fundierte wissenschaftliche Arbeit. Er macht den Vortrag Regenmacher und Klimakühler zur Wirkung von Schwammlandschaften. Es gibt auch sowas wie Schwammstadt, Sponge City, das kam so von China, der Trend. Und Schwammlandschaften sind natürlich absolut wichtig. Und gesunder Boden nimmt halt das Wasser auf und versickert es. Und Stefan Schwarzer ist halt Co-Autor des Buches Die Humusrevolution und Aufbäumen gegen die Dürre. Und er macht sehr viele Fortbildungen mit der Webinarreihe Aufbauende Landwirtschaft. Ich habe ihm gesagt, er soll es doch bitte auch regenerative Landwirtschaft nennen, aber er bleibt bei Aufbauender Landwirtschaft. Ist aber eigentlich auch regenerative Landwirtschaft. Und Landwirtschaft ist der Hebel zum Klimaausgleich. Also der Klimawandel ist sehr, sehr viel schlimmer, als was so in den Medien steht, sondern es ist halt etwas, wo die Bodenzerstörung ist irgendwann unumkehrbar und ein ganz wesentlicher Anteil am Klimawandel ist die Bodenzerstörung weltweit, wo Europa inzwischen führend ist. In vielen anderen Teilen der Welt werden die Böden massiv verbessert. Da ist Europa Schlusslicht und Deutschland relativ schlecht dran, muss man leider sagen. Und da ist gerade in regenerativer Landwirtschaft ein immenser Nachholbedarf, damit wir auch eine ökologische Landwirtschaft kriegen. Und auch die Ökolandwirtschaft kriegt oft den Humus nicht aufgebaut. Also weg vom Pflug und regenerativ lernen. Regenerativ und Bio ist natürlich dann meine Lieblingskombination auch. Und Stefan Schwarzer bringt diese Zusammenhänge sehr, sehr gut. Also ohne Bodenaufbau wird der Wasserkreislauf zusammenbrechen. Und das ist der schlimme Teil am Klimawandel, der Zusammenbruch der Wasserkreisläufe, dann Dürre, Trockenheit. Das hat man im Nahen Osten gesehen, wo halt früher grüne, sehr produktive Regionen ja, einfach zerstört wurden und dann dort ja, eine Steppe und zum Teil auch Wüsten entstanden sind, die vorher grüne und vom Klima ausgeglichene Landschaften waren. Und das ist das, wo Stefan Schwarzer zum Glück sehr, sehr aktiv ist, auch eine große Reichweite hat, auch mit der UNEP, Umweltprogramm der Vereinten Nationen zusammenarbeitet. Ja, und dann im Anschluss kommt dann noch eine Podiumsdiskussion. Und ich freue mich sehr auf diesen Bodentag. Es ist einfach ein tolles Programm. Und ich freue mich, viele von euch, von Ihnen dort zu sehen. Und sowohl am Tag davor, wo es dann mehr um Praxis geht, von den verschiedenen Arbeitsgruppen, als auch am Tagungstag. Und ich möchte auch noch aufrufen, mitzuwirken in der IG Gesunder Boden. Gerade Norddeutschland ist total hinterher. Und auch wenn die in Regensburg entstanden ist, das heißt nicht, dass wir in Norddeutschland da nicht auch mehr können. Also bitte mitmachen. Interessengemeinschaft Gesunder Boden. Es gibt eine Webinarreihe. Und dann gibt es sehr, sehr viele tolle Videos, also wirklich absolut großartige, weitreichende Vorträge von Bauern,
von Landwirten, von Forstwirten, von einfach Menschen, die es geschafft haben, Böden aufzubauen. Und da sollten sich andere ein Beispiel dran nehmen. Und ja, Mitglied werden für unter 26-Jährige ist die Mitgliedschaft jetzt, gerade ab jetzt, beitragsfrei. Also, junge Leute, einfach direkt mal Mitglied werden. Dann gibt es das Forum Erdverbunden, Arbeitsgruppen für den gesunden Borden. Und da wird jetzt im Norden auch was organisiert. Und das ist halt dann die Vernetzung in der Region, in der eigenen Region. Und da kann man halt einfach auch gemeinsam Erfahrungen austauschen, Forschungsverbünde machen. Und ich werde selber hier in dem Nordtreffen mitmachen. Da hat jetzt jemand die Initiative genommen und da wird es dann demnächst losgehen. Also mitmachen, Böden aufbauen ist die wichtigste Aufgabe für die Zukunft. Die kaputten Böden sind auch mit Auslöser für Kriege, weil es immer wieder Kampf ums Wasser gibt. Kaputte Böden führen zu Trockenheit und Dürre und Migration. Und es ist halt einfach eine Katastrophe, was da passiert weltweit. Und wie gesagt, Europa inzwischen trauriges Schlusslicht. Überall in der Welt werden ganz, ganz viele Projekte gemacht. Und das Ganze. Regenerativ Landwirtschaft gilt nicht nur für Landwirtschaft, sondern auch für Gartenbau. Also wer halt Gartenbau macht, ist genauso angesprochen. Die Prinzipien sind die gleichen, Methoden etwas anders zum Teil, aber das ist halt etwas, was einfach wichtig ist, dass das zusammenkommt. Ja, damit bin ich durch und ich freue mich, wenn wir uns sehen beim Bodentag.